Andi, wie geht's dir jetzt? An und für sich sehr gut. Maximilian, ich gönne auf der einen Seite. Logisch, wenn man es selber probiert, ist eine leise Enttäuschung da. Aber für mich stimmt es, ich bin auch froh, sind wir auf dieser Bühne abgekommen zweimal und haben wirklich können sagen, wir haben da abgeliefert, wo wir können. Viel nerviger wäre es dann, wenn die einfach kommst und denkst, ah, da oder da, haben wir jetzt nicht optimal können machen und dann hast du für uns Lied an dir. So ist es eine subjektive Wahl. Es ist um den Song gegangen und das ist okay. Super. Was nimmst du mit aus dieser Zeit? Sehr, sehr viel. Natürlich die ganze Aufmerksamkeit, die es generiert hat. Danke auch viel mal wirklich an die ganze ESC-Szene, wo man wirklich ein Teil davon geworden ist. Mir hat das echt geflasht, wie aktiv die ganze Szene und große Szene ist. Das war für mich neu und eine schöne Erfahrung. Und ich hoffe, da nimmt natürlich jetzt auch ein bisschen mit. Man hat auch sonst wieder Leute kennengelernt. Man hat die Show-Szene in der Schweiz noch mal ein bisschen gesehen und können mitprägen vielleicht. Und jetzt geht es weiter.